Im Derby zwischen dem USC Matze und dem USK Obertrom zunächst einmal die In-Weiß-Spielenden. Gastgeber Timmy Tobias Hauser im Tor beginnen am Ball. Rückpass, aber kein Problem für den Torhüter der Gastgeber. Es bleibt beim Torlosen 0:0. Und die Gäste finden eine Chance vor. Wiederum eine schöne Aktion. Er kann den Ball nicht festhalten, aber der Ball geht auch hinter das Tor von Tobias Hauser. In diesem Fall etwas Glück dabei, denn da hätte durchaus das 0:1 für die Gäste fallen können. Und es gibt noch eine weitere Chance. Gut abgewehrt zunächst von den Gastgebern. Und es gibt einen Einwurf, der jetzt ausgeführt wird. Und es geht so weiter. Wiederum die Gastgeber. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit. Abgewehrt. Und im Nachfassen konnte Wladimir Vasiljev den Ball sicher halten. Es bleibt also spannend und das 0:0 geht auch vom Spielverlauf her absolut in Ordnung. Dann ein Eckball. Hast du wieder Schuss und da? Andreas Mangelberger vom USK Obertrom erzielte den ersten Treffer und brachte die Gäste auch in Führung. Und diese Führung ist durchaus verdient. Es steht jedenfalls 0:1 und auf jeden Fall ist da durchaus noch was drinnen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Weiter Abschlag vom Tor. Der Gastgeber, aber auch dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei. Es bleibt beim 0:1.